Eine Tasse Kaffee? Oder Tee? Genau die richtige Zeit für unsere kurzen Videos mit Berichten und Tipps aus der Praxis. Hallo zusammen. Mein Name ist Dorothee Bahl. Ich arbeite in Norderstedt in der Stadtbücherei, in der Stadtteilbücherei Garstedt und möchte euch unser Projekt BeBot vorstellen. Codieren für Vorschulkinder ist das. BeBot ist ein kleiner Bienenroboter und mit dem haben wir mit den Vorschulkindern total viel Spaß. Wir brauchen so ein paar Materialien, einiges davon gekauft, zum Beispiel die Schatzkarte, einiges gebastelt, zum Beispiel diese Planke. BeBot arbeitet nicht mit Farbsensoren, der arbeitet einfach nur mit Zentimetermaßen. Und dann haben wir uns noch dieses Schild gebastelt oder dieses Foto laminiert. Mit Hilfe dieses Fotos erkläre ich den Kindern als erstes die verschiedenen Funktionen der Tasten auf dem BeBot. Die Vorschulkinder, die zu uns kommen, arbeiten immer in Zweiergruppen. Zunächst an dieser Planke. BeBot steht ganz am Anfang der Planke. Diesmal lösche ich mal richtig. Ein Kind würfelt eine Farbe. Drei Felder vor. Eins, zwei, drei und go! Hat geklappt, super gut. So, das war die erste Übung, die ist relativ leicht. Dann machen wir mit den Kindern eine kleine Pause. Bis wir soweit sind, haben die nämlich schon eine ganze Menge zuhören und lernen müssen. Nach der Pause machen wir dann weiter, dann kommen die nächsten Tasten hinzu und diese gekaufte Schatzkarte und die Schatztruhe. Zweimal vorwärts, einmal drehen, dreimal vorwärts. Wichtig, vorher löschen, was ich Ihnen vorhin schon gesagt habe. Dann eins, zweimal vorwärts, drehen und er dreht wirklich nur auf der Stelle. Und das heißt dann noch dreimal vorwärts. Und dann schicke ich ihn los. Dann sind wir bei der Schatzkiste angekommen. Wir nehmen 12 Kinder pro Gruppe maximal, sodass wir 6 Zweiergruppen haben. Für jeweils zwei Kinder braucht man eine Planke, eine Schatzkarte, einen BeBot, einen Farbwürfel und die Schatztruhe. Hast du noch Tipps für uns? Das ist eine Ladestation für 6 BeBots. Das finden wir sehr, sehr praktisch. Und so ein bisschen vorab mache ich immer noch, wenn die Kinder kommen, dass wir uns erstmal unterhalten, was überhaupt Roboter sind, ob sie schon mal einen gesehen haben. Dann habe ich ja das Bild hier von dem Roboter, der ein Paket bringt. So ein. Viele Kinder kennen einen Saugroboter oder einen Rasenmäherroboter. Aber wie das funktioniert, kennen die Kinder natürlich nicht. Und deswegen wird das besprochen. Dass ein Roboter nur genau das macht, was man ihm sagt und dass man das kodieren oder programmieren muss. Wir machen das dann auch gerne mal, dass ein Kind mich programmieren soll. Ich tue dann so, als sei ich ein Roboter, stelle mich hin und sage, wo ich hingeführt werden soll, mit vorwärts und seitwärts gehen. Und dann stellt man ganz schön schnell fest, dass es nicht so ganz einfach ist. Aber wir haben da alle immer viel Spaß dran. Wie hoch sind die Kosten für das Projekt? 6 BeBots mit Ladestation kosten 475 Euro, die Schatzkarte pro Stück 39 Euro. Von meiner Seite war es das dann eigentlich. Wenn noch Fragen sind und jemand das Projekt auch übernehmen möchte, wir stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung, ruft uns an oder schreibt uns eine E-Mail.